hier ist die Pokémon. Kann man Eier, also Pokémon züchten kann man hier. Oh, die wollte uns ein Ei geben. Warte mal, wir könnten ja Evoli hier abgeben. Bis wir was, ne? Schlüpfen jetzt schneller als Eiern, geil. Geben wir hier mal Evoli hin. Und wenn es soweit ist, holen wir dich wieder ab. Kraftreserve. Okay. Kraftreserve hat ja ein anderer Typ, je nach EVs oder so. Attacke wäre vom Typ Kampf. Mhm. Und bei Schraubenboy Wasser. Mhm. Bei Lucha Typ Gestein. Und bei Dings Kittikat Pflanze. Ach. Geben das mal ihr. Hat sie jetzt auch ein Kampfdings für Heuler, genau. Es ist. Oh shit. Es ist spezial. Warte mal. Bei ihm wäre es Wasser. Wasser ist gut gegen Gestein. Feuer. Hätten wir was gegen Feuer. Aber gegen Feuer wollen wir Schraubenboy nicht einsetzen, weil er Stahl ist. Was ist Wasser noch gut? Ja. Gestein. Noch irgendwas? Eventuell weiß ich jetzt aber nicht. Ne, komm, wir lassen es mal so erstmal. Was ist denn Whitney? Greift die speziell an oder? Ja, okay, dann passt das. Dann passt das. Nur merken, dass das Kampf ist, ne? Hm. Okay. Oh, geil. Danke, Miltank. Sehr nett von dir. Was ist hier? Okay. Oh. Team. Ach, geil, das ist ein Trainer. Münzamulett. Da sind die Mogelbäume, glaube ich. Kämpfen wir mal gegen dich, Minion. Wer ist vorne? Ja, doch. So. Freddy. Du-du-du-du.
Tschüss, Yoclef. Doppelkick ins Face. Level 18 für Whitney, nice. Magnetilo. Step Feuerzahn. Step Feuerzahn. Oh, Kampf ist auch sehr effektiv. Hm. Easy. Komm, dann treten wir dir auch nochmal ins Gesicht. Bap! Ist Kampf gegen Stahl gut? Oder was? Was haben wir hier? Okay. Heilball. Da, jo. Okay, wir können ja nicht weiter. Okay, wir müssen dann erstmal wahrscheinlich die Prüfung machen. Hallo, alter Mann. Was hast du denn? Gentleman Kunze. Zubiris. Ist das nicht Geist Unlicht oder so? Stabben Feuerzahnen wir mal das Ding. Jo, nice. Erstauner. Ja gut. Jo. Wow. Top-Genesung für den Level 15 Zubiris. Junge, Junge. So, dann doppelkicken wir dich jetzt. Ja, wegen Geist, natürlich. Ich bin auch blöd. Ist auf jeden Fall Geist, der Junge. Du bist kein Trainer? Okay. Okay, wenn wir hier weiterlaufen, kommen wir jetzt zur Inselprüfung, zur nächsten. Okay. Ein Supertrank. Da hinten ist ein Pokécenter. Was haben wir hier für Pokémon? Yay. Safcon ist so das lameste Pokémon von allen irgendwie. Oh, da kann man hoch. Immer diese Kack-Pokémon am Anfang der Routen. Am Anfang der Pokémon-Spiele. Nur scheiß Normal-Pokémon, ey. Aber ist ja klar. Okay. Will ja neue Spieler nicht überfordern. Okay, da oben kommen wir irgendwann noch hin. Da ist Team Skull wieder. Okay, pass auf. Oh, so. Oh, wir haben aber nun... unsere Kitty-Karte ist Half-Life, glaube ich. Bobungus, Chungus. What? Pilzvieh? Joa. Wahrscheinlich Pflanze oder und oder Käfer. Ladybar. Feuerzahn. Auch Pflanze oder Käfer, oder? Jo.
Du Lappen! So. Oh, Doppelkampf. Hieß man Doppelkampf? Ja. Zwillinge Franzi und Lea. Waumboll, Lil Minip. Wir haben Feuerzahn, meine Freunde. Also. Ja. Bäm. Sehr effektiv. Auf dich, Geilo. Und noch Flinkklaue. Hä? Wir haben halt keinen Angriff, deswegen überlebt das Viech. Jo. Feuerzahn. Ups. Ach, egal. Ich glaube, sie... Och, ernsthaft? Weil dann kein Gegner mehr war. Ich dachte, ich greife dann das andere an. Wow, das ist dumm. Naja. Level 19 für Lutscher. Geil. Die freuen sich, dass sie verloren haben. Geil. Macht Sinn. Oh. Hallo. Das war wohl nichts. Schon wieder verloren, du Lappen? Nimmst du das hier überhaupt ernst? Na klar, aber ich will auch Spaß beim Kämpfen haben. Spaß haben. Pff. Das Recht, Spaß in einem Kampf zu haben, musst du dir erst verdienen, indem du an die Grenzen deiner Leistungsfähigkeit stößt. Oh Mann, Luke. Dieser Typ macht mir Angst. Dein Name ist Luke? Ja. So unüberlegt mit der Wahrheit rauszurücken. Sogar Pokémon sind vorsichtiger als du. Was ist mit dem? Mein Name ist Gladio. Mein Partner Null und ich trainieren unermüdlich, um stärker zu werden. Im Moment erledige ich aber allerdings ein paar Aufträge für Team Skull. Aha. Du bist einer von denen. Jetzt wird gekämpft. Ohne unsere Pokémon zu heilen? Dankeschön. Fair. Team Skull Gladio. Super. Okay, Kampf. Glaube ich. Wir haben doch Zubat schon mal gekillt. Hä? Warum steht da nicht, was effektiv ist? Na gut. Ah. Ja. Der hat aber nichts gebracht. Nö. Mit Sicherheit nicht. Auch nicht Zubat. Doch, das war sogar Zubat. Oh, ist doch nicht gegen Flug. Ach, Flug ist gegen Kampf effektiv, ne? Ein Step-Feuerzahn. Ja, das mit was effektiv gegen was ist und so. Ich kann es mir nicht merken. Typ 0. Whitney. Einfach zu schauen, was das ist. Kraftreserve. Sehr effektiv. Es war ein Crit, okay. Hier jetzt noch einmal Kraftreserve und dann Ruheort. Jawohl.
Wenn er jetzt wieder crittet, sind wir weg, ne? Okay, wenn wir jetzt treffen, ist er aber weg. Okay. Ruheort it is. Geil. Lernst du jetzt bitte mal Donnerattacke. Ich glaube, die lernen keine Donnerattacke, wa? Bis. Schlecker ist halt 30. Ja. Weiß nicht, Geistattacken sind, glaube ich, gar nicht mal so nice. Oh no! Typ 0. Das ist ein krasses Pokémon, ey. Das hätte ich besser wissen müssen. Es waren zu viele starke Gegner auf einmal. Ich bin noch nicht so weit. Alter, ich war nicht mal voll geheilt. Du Lappen. Starke Gegner? Ich rede von dir und deinem Freund da. Sein Problem sind nicht seine Pokémon. Will Spaß haben beim Kämpfen? Daran habe ich nichts auszusetzen. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Dein Freund will sich bloß nicht eingestehen, dass er in einem echten Kampf gegen Inselkönig Haller nicht mal einen Hauch einer Chance hätte. Dass er nur zum Spaß kämpft, ist nicht weiter als eine feige Ausflug. Oh, du kennst Obi? Und du findest, dass ich stark bin? Ich brech ab. Der große Gladio hat gegen ein kleines Kind verloren? Was für ein Loser! Hahaha, geil. Du hast auch gegen mich verloren. Just saying. War ja klar, dass ein herrenloser Streuner wie du nur eine große Klappe hat, aber nichts dahinter. Am besten verziehst du dich einfach und überlässt das hier uns Profis. Davon rate ich euch ab. Was? Ihr könnt ja nicht mal gegen mich gewinnen. Bringt eure Pokémon nicht unnötig in Gefahr. Wie wir gucken. Ihre Pokémon sind stark. Wir sind den ganzen Weg bis hierher gekommen und jetzt sollen wir mit leeren Händen zurück? Dabei hatten wir das Herrscher-Pokémon vom Plätscherhügel schon gut wie in der Tasche, so gut wie in der Tasche, bis du uns dazwischen gefunkt hast. Aber was soll's? Komm schon, wir kratzen die Kurve. Ihr kennt ja das alte, ausgelutschte Sprichwort. Flugs nach Haus, mein Kind, wenn Kramoks am Himmel sind. Oh. Schwer mal die Lauscher auf, Gladio. Der Boss kann dich vielleicht gut leiden, aber du bist und bleibst unser Laufbursche. Du wirst nie zu uns gehören. Hast du das endlich kapiert? Oh, armer Gladio. Jetzt labert uns Tali noch voll wahrscheinlich. Ja. Danke, Luke. Und dir auch, Mizunda. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Hm, und jetzt? Wenn ich die Prüfung am Plätscherhügel bestehen will, muss ich meine Pokémon noch ein bisschen trainieren. Hier, Luke, das wird dir bestimmt helfen. Halt die Ohren steif. Klar, immer, Bro. Nochmal Beleber. Danke. Was ist hier? Da ist ein Sticker im Wasser, okay. Oh, zeig mir doch die Karte, Junge. Oh, dieses Gelaber von Dings geht mir auf den Sack, muss ich sagen. Ja. Oh, hier müssen wir nochmal kämpfen. Wahrscheinlich ein Doppelkampf. Nein. Mal gucken, so. Ja. Doppelkampf. What the hell? Gegen dich ist es effektiv. Sehr effektiv. Auch gegen dich, okay. Dann ist der eine schon mal weg. Jo.
Tschüss. Flügelschlag. Hä? Ich verstehe das nicht. Jetzt mal Ruheort mit dir ein. Ach so, weil... Dann ist... Aua. Flug gegen Flug neutral und Flug gegen Kampf ist sehr effektiv. Deswegen trifft sehr effektiv. Okay. Ah, Pokémon Center, danke. Jawohl. Okay. Mal mit allen reden hier. Eine Bitte. Corazon. Jetzt will Corazon fangen, okay. Wir sollen ein Corazon fangen. Danke, edler Herr. Was wolltest du jetzt haben? Ich habe mir ein EFM geschnappt, ja. Okay. Wir können es gegen Yorklef tauschen. Machen wir nicht, weil wir beides nicht haben. Hey, okay. Ja, Freunde, das war's für heute. Nächstes Mal geht's dann wahrscheinlich. Geht's zum Plätscherjügel wahrscheinlich die nächste Prüfung machen. Mal gucken. Jo. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.